Es gibt etwas zu feiern in Malmedy, denn vor 100 Jahren wurde aus der Pfarrkirche eine Kathedrale. Wie es dazu kam, dazu muss man etwas in die Vergangenheit schauen, nämlich ins Jahr 1920. Ein Jahr, in dem es um die Zukunft der Kantone Eupen und Malmedy ging. Der belgischen Regierung war es damals ein Anliegen, die mögliche Einflussnahme des deutschen Klerus, insbesondere von Seiten des Erzbischofs von Köln, auf die Bevölkerung zu unterbinden. Hintergrund war ja die Volksbefragung. Das Ergebnis ist bekannt. Eupen und Malmedy werden belgisch. Politisch wurde das Gebiet über das Gouvernement Balzia verwaltet. Auch auf konfessioneller Ebene forderte die belgische Seite, das Gebiet muss einem belgischen Bischof unterstellt werden. Nachdem der Völkerbundbeschluss 1920 im September getroffen worden war, hat es dann doch noch nahezu ein Jahr gedauert, bis die Entscheidung umgesetzt worden ist, das Gebiet zu einem eigenen siebten belgischen Bistum zu erheben. Es hat allerdings eine besondere Formulierung dafür bedurft, nämlich hat der Vatikan gesagt, das Gebiet würde ein eigenes Bistum werden, eigenständig neben dem Bistum von Lüttich, aber mit der Besonderheit, dass der Bischof von Lüttich auch der Bischof von Eupen-Malmedy ist. Seit 1902 residierte Bischof Rütten in Lüttich. 1921 übernahm er dann das Bistum Eupen-Malmedy. Ein Fenster mit seinem Wappen erinnert heute noch an den einzigen Bischof des Bistums. Warum der einzige? Die Geschichte des Bistums endet schnell. Erst 1923 wird die für die Kathedrale namensgebende Kathedra, also der Bischofssitz in der Kirche, installiert. Im gleichen Jahr denkt man bereits über die Auflösung des Bistums nach. Hintergrund war, dass das Sondergouvernement ja auch aufgelöst werden sollte. Und da hatten die Belgier also gesagt, die belgische Regierung, wenn es kein Sondergouvernement mehr gibt, dann gibt es auch keinen Grund, ein Sonderbistum mehr zu haben. 1925 erklärt die katholische Kirche die Eingliederung in das Bistum Lüttich. Die Entscheidung wird allerdings nicht veröffentlicht. Klammheimlich findet das Sonderbistum sein Ende. Und so war es Malmedy, das eine eigene Kathedrale hatte und immer noch hat, zumindest wenn es nach der Bevölkerung geht. Eupen spielte nur eine Nebenrolle. Eupen hatte sich durchaus berechtigte Hoffnungen gemacht, denn der Papst hatte in der Bulle nicht geschrieben, wo das Bistum seinen Sitz nehmen müsste. Es hieß nur im Hauptort. Und da Eupen ja zahlenmäßig an und für sich größer war, machte man sich da schon Hoffnungen, aber der Nuntius hat das eigentlich von vornherein ausgeschlossen und Malmedy ausgewählt.